Meine Damen und Herren, wenn Sie sich auch schon immer gedacht haben, Wahnsinn, wie gut Peter Handke schreiben kann. Und wahnsinnig, wie toll Thomas Bernhard schreiben konnte. Haben die das wirklich selber geschrieben? Natürlich haben sie es nicht selber geschrieben. Sie haben so eine Art Konzept gemacht und tatsächlich geschrieben hat es dann letztendlich ihr Lektor. Und den begrüßen wir heute. Suhrkamps Cheflektor Raimund Fellinger. Schön, dass Sie hier sind. Lieber Herr Fellinger, darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Wasser ist nicht schlecht. Wasser? Sehr gerne. Sie arbeiten ja immer noch mit Handke zusammen. Ist Handke ein humorbegabter Mensch, auch privat? Natürlich, und es wird nicht besser, wenn Sie es viermal wiederholen. Das ist langweilig. Natürlich ist er ein humorbegabter Mensch. Lesen Sie das letzte Buch. Aber können Sie mir den Witz erklären? Der Witz ist nicht aus sich erklärbar, sondern aus der Situation. Handke, das ist doch klar, wollte, dass Frau Gasser einfach aufhört, ihn zu quälen mit irgendwelchen Fragen. Die Reporterin. Die Reporterin. Ja. Und dann hat er, man sagt doch, so fängt es an. Und das ist die Situation, da wollte er einen Witz erzählen, der eindeutig signalisiert, hör auf, Mädchen, das können wir was anders machen. Das ist mir schon klar, aber was ist das für ein Witz? Ist das ein real existierender Witz? Oder hat, wir können vielleicht mal, weil wir das ja gerade in der Kurzfassung gespielt haben, die Langfassung noch mal spielen. Es ist gar nicht langweilig. Ja. Gibt es einen Witz, wo zwei Junge... Das war immer mein Wunsch, dass ich Sie dazu bringe, mir den Witz zu erzählen. Einer besucht... Eine Mutter besucht vom Land ihren Sohn in der Stadt. Und also nach 2, 3 Stunden geht dem Sohn die Mutter so auf die Nerven, dass er sagt, Mutter, wann geht denn dein lieber Zug? Und da wollte ich fragen, wann geht denn ihr liebes Flugzeug? Gut, das war eine Demütigung auch für die Reporterin. Demütigung kann man nicht sagen. Der Witz beruht auf der Verwendung von Wort lieb, das in den Zusammenhang nicht passt. Lieber Zug ist, kann ein Junge sagen, wenn er Eisenbahn spielt. Aber, und darauf beruht der Witz. Aber es ist doch so, dass haben Sie mit Peter Handke auch schon Situationen erlebt, weil der ist ja berühmt dafür, dass er sein Gegenüber in Sekundenschnelle zerstören kann. Haben Sie das auch schon erlebt? Geht er mit Ihnen auch so um? Oder sind Sie in Wahrheit sein Chef? Nein. Chef schon gar nicht, das ist die verkehrte Herangehensweise. Er ist durchaus in der Lage, Leute, vor allem die er liebt, merkwürdigerweise, oder die achtet, wenn was ist, was ihnen sehr gegen den Strich geht, da in kurzer Zeit mit ein paar Handbewegungen, sprich mit ein paar Sätzen, zu attackieren, und das ist nicht immer einfach zu ertragen, um diplomatisch zu sagen. Mit welchen Handbewegungen? Und hat er deswegen diesen Verband um den Arm, weil er zugeschlagen hat? Nein, ich meine Handbewegungen im Sinne von kurzen Sätzen. Was sagt einem Peter Handke, wenn man sagt, das ist aber nicht gut? Das hängt davon ab, wie man das begründet. Generell, das wissen Sie ja, gilt für Peter Handke genauso wie andere Autoren, also Autoren erster Güte. Je besser ein Autor ist, umso mehr ist er da interessiert, dass jemand gibt, der noch mal drüber schaut. Es gibt keinen Autor, der seinen Text komplett beherrscht. Aber kann es auch theoretisch sein, dass Sie einen ganzen Satz quasi einfügen, der gar nicht von ihm ist, und er sagt dann, stimmt, eigentlich war Ihr Satz besser als meiner? Oder ist das bei Handke undenkbar? Hinter seinem Rücken geht das nicht, nein. Aber vor seinem Rücken? Im Vorschlagen geht durchaus, ja. Was ging denn hinterm Rücken bei Thomas Bernhard? Hinterm Rücken bei Thomas Bernhard? Naja. Da ging offensichtlich was. Da ging offensichtlich was. Nein, natürlich. Thomas Bernhard war ja, wie wir wissen, Autodidakt. Ja. Und er hat sich das Wort selber beigebracht. Das Wort Autodidakt hat er sich selbst beigebracht. Und entsprechend war seine Satzbildung und seine Zeichensetzung und wie auch immer.
Er konnte keine Kommata setzen. Kann man das auf den Punkt bringen? Ja, wenn Sie es so sagen wollen, könnte ich nicht widersprechen. Aber das kann man auch nicht sagen, weil er hat gesagt, hören Sie auf, mit der Kommata da rumzumachen. Das ist dem Rhythmus geschuldet. Konnte er gut rechtschreiben? Ja. Rechtschreiben konnte er gut, ja. War er eigentlich ein boshafter Mensch? Da müssen wir differenzieren. Boshaft, bösartig. Boshaft. Böse. Nicht bösartig, böse. Boshaft. Boshaft ist was anderes als bösartig, oder? Ich will dir differenzieren. Bitte. Was meinen Sie? Was war die Frage? Aber bösartig. Wenn ein Mensch bösartig ist, will ich nichts mit ihm zu tun haben. Aber wenn ein Mensch hin und wieder boshaft ist, kann ich ganz gern was mit ihm zu tun haben, weil Boshaftigkeit auch was mit Humor zu tun hat. Es gibt guten, boshaften Humor. Das ist ja das. Bei Bernhard ist Boshaftigkeit immer das zentrale Motiv. Das wollte ich sagen. Immer komplett markiert, Vorsicht, Ironie. Genau. Also wenn er auf Wien schimpft, ja, dann ist immer klar, so früh markiert, Achtung Leute, das ist ironisch. Es gab neulich, haben Sie es gesehen, vor 2-3 Wochen im Zeitmagazin eine Landkarte, wo jede deutsche Stadt und österreichische Stadt markiert war, die Thomas Bernhard mal beschimpft hat. Die stammt ja von Ihnen. Die stammt von Ihnen, ja. Aber es war überall. Ja. Es war querbeet. Ja. Ja, es war herrlich. Wie waren die Gespräche mit Bernhard? Was soll ich das beantworten? Hast du eine Frage gestellt? Der Österreicher hatte. Hast du eine Frage gestellt? Nein, das war eine Feststellung. Also ja, eben. Dann ist ja wohl klar, was man beantwortet, nämlich die Frage des Österreichers. Ja. Herr Fellinger, ich bitte Sie, Sie sind auch nicht in Bestform heute, ne? Meine Frage war, wie waren die Gespräche? Wahrscheinlich auch nicht. Sie auch? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, aber ich nie. Ich war nicht in Leipzig, anscheinend auch. Na, aber vielleicht können wir was anderes einschieben, nämlich Sie... Na, aber mach mal doch, Thomas Bernhard, da will ich doch gerade. Ach so. Wirklich. Ey. Ich finde, du bist in Bestform. Wir haben einen Ausschnitt also über Herr Fellinger. Bitte, wenn ich rede. Wir haben einen Ausschnitt bitte, Herr Fellinger, wirklich. Wir haben einen Ausschnitt von dem Autor Thomas Bernhard aus den, ich glaube, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo er sich über das Verlegergeschäft äußert. Was ist ein Verleger? Und ja, sagen wir mal so, er findet nicht die schmeichelhaftesten Worte. Ein Verleger ist ein Geschäftsmann, ein Spekulant, ein heuchlerischer Gönner. Man verachtet ihn, man hasst ihn. Oder man ist mit ihm befreundet. Er ist entweder raffiniert oder dumm. Die meisten Verleger sind dumm. Das sagt Thomas Bernhard. Sie haben unglaublich viele Leute lektoriert natürlich. Und gab es auch schon Bücher, die Ihnen angeboten worden sind, wo Sie gesagt haben, das ist Schrott. Und das stellte sich aber raus, dass das ein sehr großer Erfolg wird? Ja, das passiert immer, ja. Aber welches Urteil war falsch von Ihnen? Na, es Oder gibt zum Beispiel, Stefan Essel hat ein Buch geschrieben, Empört euch. Empört euch, dass das ich ist 100, wie oft verkauft er zig Millionen mal? Dieses 30 Seiten Büchlein. In Deutschland sicher über 1 Million. Ja. Und ich habe das gelesen und das so ein Quatsch, so was Unanalytisches, das können wir gar nicht machen. Ja. Und das war natürlich ein Fehler. Aber das passiert häufig. Stimmt es eigentlich, dass Sie sich mit Ihrer Frau in die Haare gekriegt haben wegen Bea Kaiser? Das müssen wir jetzt nicht thematisieren. Doch, das ist die letzte Frage an Sie. Sie müssen antworten, lieber Herr Fellinger. Waren Sie auf der Pro-Seite oder auf der Negativseite? Jetzt, wenn Sie das Interview lesen, dann wissen Sie genau, wie es war, oder? Ich will, dass Sie das jetzt hier in dieser Fernsehsendung beantworten. Das ist die letzte Frage, sonst wird es sehr peinlich für uns alle. Meine Frau war für Wea Kaiser. Gute Antwort. Lieber Herr Fellinger, ich möchte mich bedanken dafür, dass Sie hier waren. Wie ist der Aufenthalt in Wien bis jetzt? Sind Sie gut untergebracht? Ça va. Das hätte Thomas Bernhard ähnlich formuliert wahrscheinlich. Ja. Wann fliegen Sie wieder zurück? Ich nehme den Zug morgen Mittag. Den lieben Zug? Ja. Den lieben Zug? Nein, ich will ja nicht sagen, dass Sie als Interview so schlecht waren wie Frau Kasser. Das will ich ja nicht sagen. Das ist ein Lob. Ich nehme es als Lob. Raimund Fellinger, Uschi Strauß. Vielen Dank.